Hi Leute, willkommen beim Mami-Blog. Lifehacks, das sind ja ganz simple Sachen, die einem den Alltag erleichtern können. Und ich habe hier mal meine 10 favoriten Lifehacks zum Thema Familie zusammengestellt. Der Lifehack Nummer 1 ist zum Thema Kindersicherheit. Schneidet doch einfach mal eine Poolnudel auf und klemmt sie an die Türen. So klemmt sich keiner mehr die Finger ein und zusätzlich hilft das noch gegen unnötiges Türenknallen bei offenen Fenstern. Der zweite Lifehack ist einfach, aber sehr effektiv. Und weil Keimfreiheit bei kleinen Babys wichtig ist, packt die Bakterienschleuder Küchenschwamm einfach 2 Minuten in die Mikrowelle. So killt ihr 99% der Bakterien und müsst sie nicht mehr so oft auswechseln. Vertauscht dein Kind auch immer den Haustürschlüssel mit dem Keller- oder dem Garagenschlüssel, dann lackiert doch ähnlich aussehende Schlüssel einfach mal mit verschiedenen Farben Nagellack. Der nächste Hack sorgt für mehr Spaß und mehr Sitzsicherheit in der Badewanne. Wenn die Babybadewanne zu klein wird, dann wird es Zeit für die große Wanne, aber da schwimmt das Wasserspielzeug immer weg. Abhilfe schafft ein einfacher Wäschekorb. Der nächste Hack ist perfekt für Kindergartenkinder, die noch nicht wissen, welcher Schuh an welchen Fuß gehört. Einfach einen Sticker in der Mitte durchschneiden und auf die Innensohlen kleben. Und wenn es der perfekten Ordnung im Haus nur ein kleines bisschen näher kommt, ihr kennt das, das Geschenkpapier hängt in Fetzen an der Rolle. Sammelt doch einfach mal ein paar Klorollen, schneidet sie auf und bändigt das Geschenkpapier. Was jetzt kommt, ist für kleine Angsthasen. Wenn euer Kind Angst vor der Dunkelheit hat oder denkt, dass sich Monster unter dem Bett verstecken, das Monster-Spray vertreibt sie. Der nächste Hack ist mein persönlicher Favorit, weil er so simpel ist, aber so Schlimmes verhindern kann. Stülpt einfach eine Papierform für Muffins über das Glas und steckt einen Strohhalm durch. Die Größe des Glases spielt keine Rolle. Auch gut zu kennen ist der Eistropfschutz. Auch so simpel zu machen mit einer Muffinform, durch die ihr einfach ein Stieleis steckt. Schon haben die Kinder keine klebrigen Finger und euer Boden bleibt fleckenfrei. Und der nächste und letzte Hack schafft noch ein kleines Stück mehr Ordnung im Haushalt. Verbindet doch mal eine leere und eine volle Taschentuchbox. Dann habt ihr den Mülleimer gleich nebendran und es fliegen keine mehr durch die Gegend. Das war schon wieder bei Mami Blog. Ich freue mich wie immer über Daumen nach oben und sage erstmal Tschüss und hoffentlich bis zur nächsten Folge.